Ich wollte immer schon mal was über Faktenchecker erzählen. Was würden Sie sagen, was gibt es darüber zu erzählen? Viel. Wer checkt Fakten? Was sind das für Leute? Kennen Sie deren Gesichter? Oder sind das nur irgendwelche Texte, die irgendwo herumstehen? Zum Beispiel von korrektiv.org. Wussten Sie, dass die Jungs dafür bezahlt werden, dass sie diese Sachen da hinschreiben? Ist Ihnen da nicht manchmal auch schon so einiges verdächtig vorgekommen, wie diese Fragen gestellt sind? Die Art und Weise, wie in den Antworten um die eigentliche Antworten drumherum geredet wird? Also, Faktenchecker sind nicht neutral. Das erstmal vorab. Diese Faktenchecker, die Sie überall finden, vertreten die gleiche Meinung meistens wie ein dahinterstehendes Unternehmen, Organisation, was auch immer. Es könnte zum Beispiel der Faktenchecker von der Tagesschau sein, weil die Tagesschau meint, sie müsste ihre eigenen Fakten checken, nochmal überprüfen und so weiter und so fort. Vielleicht belegen. Ich habe da noch nichts Lesenswertes gefunden. Weil wenn in der Tagesschau irgendetwas berichtet wird, dann werde ich doch nicht den Faktenchecker von der Tagesschau mehr angucken. Weil so ein Bericht, der muss doch unterlegt sein mit Quellen. Und dann gucke ich mir die Quellen an. Und dann gucke ich ein bisschen im Internet herum und suche nach den Suchbegriffen und schaue mir andere Seiten an. Das ist nicht das böse Internet. Das sind ergänzende Informationen, die man sich heranzieht, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Ja? So, jetzt könnten Sie auch sagen, naja, dann lese ich ein bisschen Spiegel und Süddeutsche und die Zeit und so weiter. Dummerweise läuft dieser Laden inzwischen hier in Deutschland synchron. Da hat man den Eindruck, dass die Nachrichtenagenturen, die zu veröffentlichen Meinungen und Fakten vorzugeben haben, und die werden dann veröffentlicht. Wenn man diesen Eindruck gewonnen hat, wie ich, ja, kann ja sein, dass sie da anderer Meinung sind, dann können sie sich natürlich nicht mehr sicher sein, dass sie wirklich unabhängig informiert werden in diesen Medien. Also, wie kommt man dann an vernünftige Informationen? Eines der wesentlichen Kriterien, um an seriöse Informationen heranzubekommen, finde ich, ist, dass der Autor dieses Checks in irgendeiner Form geeignet dafür ist, um überhaupt Fakten zu checken. Ja? Also, wenn ein Lehrer Fakten checkt, dann geht man doch erstmal davon aus, dass er das kann. Der hat eine entsprechende Ausbildung, der weiß, wo er gucken muss, der weiß, was seriös ist, und der lässt den ganzen Blödsinn weg. Beschimpfung von Leuten und so weiter und so fort. Dummerweise ist das heute nicht mehr so einfach, weil nämlich NGOs, sogenannte nichtstaatliche Organisationen, also Non-Government Organizations, NGOs, daher kommt das, inzwischen einen unglaublichen Einfluss auf so ziemlich alles haben, was hier veröffentlicht wird. Weil wenn jemand daherkommt und hat ein paar Zeilen, die gut aussehen, die man veröffentlichen kann, dann stehen die auch ganz schnell mal in irgendeiner Zeitung drin und werden einfach unkommentiert und ungeprüft weiterverbreitet. Das ist bei den meisten Geschichten über den Klimawandel zum Beispiel so. Da habe ich eine ganze Menge recherchiert vor einem Jahr. Viele von den Dingen sind irrelevant, überflüssig, falsch, wie auch immer. Also da braucht man nicht lange zu bohren, da wird man haufenweise Mist finden. So, jetzt ist die Frage, wie kann das sein, dass sowas dann von irgendwelchen Faktencheckern gut geredet wird? Das ist ziemlich einfach, die kriegen dafür bezahlt. Das sind also Seiten, die im Internet aufgesetzt werden, um bestimmte Meinungen plausibel erscheinen zu lassen. Sage ich es mal so.
Und ich habe dann auch schon Schüler gehabt, die meinten, sie müssten nur beim Faktenchecker nachgucken, um dann festzustellen, ob es sich überhaupt lohnt, sich mit irgendwelchen Informationen zu beschäftigen oder nicht. Das ist natürlich gänzlich falsch. Also mein erstes Kriterium ist nicht, was der Faktenchecker sagt, sondern mein erstes Kriterium ist, mir anzugucken, um welche Person es sich handelt, mit der ich da zu tun habe. Und bei Personen und Biografien dürfen Sie auf keinen Fall in Wikipedia gucken. Weil Wikipedia ist wieder so ein Fall, wo man öffentlich halt kräftig mitmischen kann, relativ einfach. Und wenn irgendjemand diskreditiert werden soll, diffamiert und so weiter und so fort, dann gibt es bei Wikipedia einen ganzen Stab an Schreiberleinchen, die da dummes Zeugs über diese Leute verbreiten und schreiben. So das übliche Getrolle, was wir schon kennen. Ich will es nicht weiter ausführen. Also es sind einfach Dinge, die sich nicht mit der Sache beschäftigen, sondern einfach die Person mies machen, damit sie sich nicht weiter mit diesem Typen beschäftigen. Ist in der Regel eine ganz schlechte Idee. Also gerade wenn man jemanden vor sich hat, wo man sieht, der wird gerade schlecht gemacht, lohnt es sich umso mehr, den anzugucken. Weil da geht es dann häufig darum, diese Meinung von vornherein aus der Diskussion auszuschließen. Dann haben sie eine sich verflachende Diskussion. Dann haben sie womöglich einen Fachmann, eine Fachfrau weniger, die da mitreden. Und herauskommt wieder mal das, was dort von den NGOs so gerade als neues Narrativ verbreitet werden soll. Was weiß ich. CO2 ist schädlich oder so ein Quatsch. Ja? Sagen Sie, wieso? Das ist doch wahr, habe ich überall gelesen. Und, haben Sie es nachgeprüft? Natürlich nicht. Wir haben es einfach genommen und seitdem meinen Sie, dass Kohlekraftwerke irgendwie einen Einfluss hätten auf unsere Umwelt. Kann schon sein, dass Sie das haben. Haben diverse Einflüsse. Ja? Aber CO2, irrelevant, behaupte ich, nach dem, was ich darüber weiß. Nun gut, das ist eine andere Diskussion, die brauchen wir nicht zu vertiefen. Worum es mir geht, ist einfach abschließend nochmal für Sie als Tipp zusammenfassend mitzugeben. Wenn Sie sich mit Argumenten auseinandersetzen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie die nicht aus Faktencheckern beziehen, sondern von Menschen, die Meinungen haben, die etwas zu sagen haben, die einen Lebenslauf haben, der etwas taugt. Und wo sie auch selbst den Eindruck haben, hey, so wie der spricht und wie der mit mir redet, das ist okay. Das kann ich verstehen. Verlassen Sie sich auf Ihren gesunden Menschenverstand bei der Auswahl Ihrer Informationen. Lassen Sie sich keinen Scheiß erzählen. Faktenchecker sind meistens... Fängt das Wort an und hinten hat es ein E. Ne? Tschüss.